Heyo, ich bin's wieder, eure Freya von Freier Bewegen. Eins der wirklich häufigsten Probleme, die ich bei Leuten immer wieder beobachte, die gerade anfangen, tanzen zu lernen, ist, dass sie sich beim Tanzen steif fühlen. Und wenn man sich so steif fühlt und nicht in den Groove, in den Flow reinkommt, ist es natürlich schwierig, sich freier zu bewegen. Und deswegen habe ich jetzt ein Video für euch, was sich mit dem Hauptproblem des Steifseins auseinandersetzt, und das sind steife, unentspannte Schultern. Das heißt, dieses Video ist komplett nur für die Schultern. Wir machen verschiedene Isolationen. Ich zeige dir verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Schultern einsetzen kannst, um deine Tanzschritte noch mehr Feuer zu geben und sie noch individueller zu machen. Deswegen starten wir jetzt sofort mit meinem Workout nur für die Schultern. Falls ihr euch jetzt denkt, was hat Freya sich jetzt schon wieder ausgedacht? Keine Sorge, am Ende von dem Video, am Ende von diesem Workout-Teil gibt es eine Erklärung, eine Übung, wo ich wirklich jeden einzelnen Schritt bzw. Move mit den Schultern erkläre, dir eine Tipps gebe, wie es besser klappt und wir das Ganze wirklich langsam und entspannt üben. Aber gerade für Leute, die das Video hoffentlich zum wiederholten Mal gucken, soll es natürlich direkt losgehen mit dem eigentlichen Workout. Und wir fangen an mit Shoulder Rolls nach hinten. Und das Ganze nach vorne. Und eins, zwei, schnell, schnell, schnell. The product is full of bullets, the bodies is dropping. There ain't no stopping me, constantly moving while making millions. Witnessing killings, leaving dead bodies in the abandoned buildings. Carries the children cause they're illing, addicted to killing. And the appeal from the cap villain, without feeling. But will they last or be blasted, or that it's past it? Maybe you'll listen und to nach vorne. Aftermath. More bodies being buried, I'm losing my homies in a hurry. They relocating to the cemetery, got me worried, stressing my business worried. The question is will I live, no one in the world loves me. I'm headed for danger. Und die Schultern gehen vor, rück, vor, rück. Und sie gehen vor, rück, vor, rück, rück. Vor, rück, vor. Vor, rück, vor. Seht ihr, da sieht man mal, machen ist manchmal einfacher, wenn man gar nicht so viel drüber nachdenkt. Außerdem ist mir auch gar nicht wichtig, ob du vorgehst, wenn ich vorgehe. Beweg dich einfach. Jetzt drehen wir die Schulter. Kreisen. Je weiter du die Beine dafür öffnest, desto mehr Spielraum hat deine Hüfte auch. Andere Seite. Und wir ziehen die Schultern hoch. Hoch. Und wir ziehen, ziehen, doppelt ziehen. Und wir machen alles nochmal von vorne im Schnelldurchlauf. Und even the genius asks questions, be grateful for blessings. Don't ever change, keep the essence of power in the people in politics. Kreisen, andere Richtung. Always do your best, don't let the pressure make you panic. And when you get stranded and things don't go the way you planned, dreaming the riches, in the position of making a difference. Politicians and hypocrites, they don't want to listen. Und jetzt gleich tanzen wir einfach, denken nicht weiter drüber nach und benutzen unsere Schultern. Nothing to lose, it's just me against the world, baby.
sometimes, but remember one thing. Through every dark night, there's a bright day after that. So no matter how hard it gets, stick your chest out, keep your head up, and handle it. Ich hoffe, das hat gut geklappt. Falls du noch Schwierigkeiten hattest oder noch ein bisschen mehr ins Detail gehen möchtest, erkläre ich dir jetzt bei jeder Bewegung genau, worauf du achten musst und was dir hilft, die Übungen noch entspannter und lockerer zu machen. Deswegen fangen wir jetzt direkt an, erstmal uns mit unseren Schultern auseinanderzusetzen. Versuchst du einen entspannten Stand und wir brauchen einen Beat. Und wir fangen an, die Schultern zu rollen, und zwar nach hinten. Und dafür, wenn Leute das machen, machen sie es oft so ganz klein. Was ich aber wirklich möchte, ist richtig die Schultern vordrücken. Ich zeige es mal von der Seite. Ich drücke meine Schultern vor und hier den ganzen, nicht ans Mikro hauen, den ganzen Weg über hier oben, fast an meinen Schultern, ganz nach hinten öffnen. Das ist wirklich der ganze Weg. Und der wird auch größer, je häufiger du ihn gehst. Was für ein philosophischer Vergleich. Aber es ist wirklich so. Sachen, die sich am Anfang noch komisch anfühlen, fühlen sich komisch an, weil du sie noch nie gemacht hast. Für deinen Körper ist es noch ungewohnt. Oftmals sind es sogar leider Bewegungen, die für uns natürlich sein sollten, aber eben im Alltag oft untergehen. Das Ganze machen wir jetzt mal mit den Kreisen nach vorne. Probier es mal einfach so. Gucken, was passiert. Jetzt ist mein großer Tipp für Leute, die gerade denken, wie soll ich das, die Information kommt nicht in meiner Schulter an. Stell dir vor, du ziehst einen Rucksack auf. Das ist eine ähnliche Bewegung, nur dass wir hier den Kreis noch ein bisschen weiter machen. Also wirklich den ganzen vollen Kreis. So, das war die Vorbereitungsübung. Damit haben wir uns jetzt erstmal mit unserer Schulter und dem ganzen Radius vertraut gemacht. Und jetzt spielen wir damit ein bisschen. Und zwar erstmal, indem wir nur die rechte Schulter nach hinten ziehen und dann die linke. Nochmal nur die rechte. Und nur die linke. Bisschen schneller. Und rechts, links, rechts, links. Wie du siehst, mein Körper ist nicht komplett steif. Nur weil der Fokus auf den Schultern liegt, heißt es nicht, dass der Rest des Körpers nichts macht. Du hast bestimmt vorhin im Workout auch gesehen, dass ich den Körper mitunter richtig viel mitnehme, wirklich hier mich richtig reinwerfe. Weil es immer nur darum geht, welches Körperteil die Bewegung führt. Das heißt aber nicht, dass der Rest damit nichts zu tun hat. Wir probieren das Ganze vorwärts mal. Erstmal die rechte Schulter vor, linke Schulter vor, wieder rechte Schulter, linke. Und das Ganze machen wir auch ein bisschen schneller. Und mir ist wirklich aufgefallen, mir hilft es wahnsinnig, wenn ich wirklich die Hüfte mitnehme. Es ist für mich einfacher dann, als wenn ich einfach nur so. Es ist wirklich hier, ich hole von hinten und gehe nach vorne. Und jetzt hole ich wieder von hinten und gehe nach vorne. Hinten nach vorne. Aber das Ganze machen wir wieder ein bisschen schneller, weil Schwung hilft oft. Also nutz den Schwung, der in deinem Körper entsteht. Lass den nicht einfach verpuffen. Also, ein bisschen schneller. Und rechts, links, rechts, links. Wenn du jetzt mal wirklich deinen ganzen Körper runterguckst, du siehst, meine Hüfte bewegen sich, meine Füße, Knie. Und so ist es viel einfacher, wirklich den ganzen Bewegungsradius auszunutzen. So, damit fühlen wir uns jetzt hoffentlich erstmal alle wohl. Deswegen kann ich jetzt noch eine Prise Rhythmusübung dazu geben. Was wir machen ist, wir gehen wieder zu diesem Schulter nach hinten rollen. Nur, dass wir jetzt langsam, langsam, schnell, schnell, schnell machen. Langsam, langsam, schnell, schnell, schnell. Wenn du dich damit wohlfühlst, guck mal, was dein Arm so macht. Ob der entspannt mitschwingt, weil das hier am Anfang hilft es wirklich, den ganzen Arm festzumachen. Aber mit der Zeit sollten die Arme schön mitschwingen können. Das Ganze machen wir jetzt auch vorwärts. Also langsam, langsam, schnell, schnell, schnell. Langsam, langsam, schnell, schnell, schnell.
Sehr gut. Genug gekreist für jetzt. Wir machen weiter mit Schultern über oben, nach vorne. Ich zeig's von der Seite und nach hinten. Das sieht jetzt vielleicht gerade super komisch aus, wenn ich hier einfach so stehe und das so mache. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schritt mache und das hier sieht cool aus als das hier. Deswegen, nur weil Sachen isoliert komisch aussehen, heißt es nicht, dass sie immer komisch aussehen. Manchmal brauchen wir einen kleinen Umweg, aber ich weiß schon, wo ich lang will. So, das Ganze machen wir jetzt auch in diesem Dreierrhythmus. Langsam, langsam, schnell, schnell, schnell. Vielleicht fängst du langsam schon an, deine Schultermuskulatur zu merken. Ich merke sie auf jeden Fall. So, wir machen auf die Musik und vor, rück. Vor, rück, vor, rück, vor, rück, vor, rück. Und auch hier, ich beuge immer meine Knie dazu. Wenn die Übungen total neu für dich sind, dann bleib wirklich erstmal hier. Konzentriere dich nur auf deine Schultern. Aber wenn du dieses Video, wie gesagt, ich hoffe, nicht zum ersten Mal machst, dann kannst du langsam den Rest deines Körpers dazu nehmen. So, bevor wir jetzt alle einen Schulterkrampf kriegen, machen wir eine Übung, die das Ganze wieder ein bisschen lockert. Beine gerne ein bisschen weiter öffnen, ins Plié, damit möchte ich immer sagen, Knie beugen. Und jetzt hole ich über hinten, rechte Schulter vor, linke Schulter vor und hier wieder auf. Das heißt, es ist schwer zu erklären, weil es so ein gar nicht ein richtiger Kreis ist. Ich zeige es mal von der Seite. Schulter geht hinten, hinten und das Ganze geht auch in die andere Richtung. Das heißt, ich gehe über hinten und wieder vor, hinten, vor. Da spielt auch die Brust so eine Rolle, weil ich die entgegen meiner Schultern jetzt rausstrecke und jetzt reinhole. Und auch wie bei allen anderen, ich wiederhole mich, weil ich es in den Kommentaren leider auch meiner Meinung nach noch zu oft lese. Das sieht aber komisch aus. Ja, ich weiß. Mir ist nicht wichtig, in jedem Zeitpunkt cool auszusehen. Mir ist wichtig, dass ihr Sachen lernt. Damit ihr aber nicht bescheuert aussieht, soll ja auch nicht sein, tief ins Knie. Und jetzt macht die Hüfte so eine Gegenbewegung dazu. Nee, gar nicht wahr, die geht mit. Hüfte ist hinten, Schultern sind hinten. Hüfte geht zur Seite, Schultern. Das heißt, du kannst an der Bewegung meiner Hüfte auch gucken, was meine Schultern machen. Und das Ganze in die andere Richtung. Und auch auf die Musik wäre mal eine Idee. Sehr gut. Bombe. Ich habe nur noch eine letzte. Wird immer langsam ein bisschen schwieriger. Ich möchte ja auch den Schwierigkeitsgrad mit der Zeit erhöhen. Was wir hierzu machen ist, als würden wir einen Koffer greifen, der vor uns steht, und den ziehen wir hoch. Das ist so ein bisschen, das ist das Gefühl. Das heißt, die rechte Schulter zieht hoch, geht nach hinten, jetzt die linke Schulter vorne, jetzt nehme ich hier den Koffer und ziehe ihn hoch und jetzt wieder hier. Wie gesagt, ja, sieht doof aus so. Wenn ich jetzt aber den entgegengesetzten Fuß, der Arm dazu hochziehe, so, so, dann, und das Ganze vielleicht auf die Musik, also so. Nein, warte, so rum, so, ha, ha, doppelt, ha, ha, und doppelt. Wie gesagt, dieses 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 ist immer so eine Möglichkeit, das Ganze rhythmisch aufzulockern und ist diesem typischen Boom, Chuck, Boom, Boom, Chuck Rhythmus, der im Hip-Hop sehr häufig ist, geschuldet. Passt aber auch super zu wahnsinnig vielen Popsongs, kommt man immer mit gut durch. Also, wir gehen nochmal alles im Kopf durch. Das ist auch die Reihenfolge von dem Workout. Das heißt, wenn du das jetzt ein, zwei Mal durchgemacht hast, dann kannst du einfach direkt mit mir und Tupac zusammen abgrooven. Das klang jetzt total ungroovig, aber hey, macht nichts. Also, einmal noch für den Kopf, Wiederholung. Rechts, links und schnell. Und schnell und vor, vor, doppelt. Links, rechts und doppelt und vor, rück, vor, rück,
vor, rück, vor, rück. Jetzt erstmal öffnen und Kreis, Kreis, Kreis und andere Richtung. Und der letzte, zieh, zieh, doppelt und zieh, zieh, doppelt. Ich hoffe, das hat dir geholfen, ein bisschen Lockerung in deine Schultern zu kriegen. Wenn die sich jetzt gerade noch unentspannter anfühlen als vorher, macht das gar nichts. Natürlich brauchen diese ganzen Bewegungen Koordination und Muskeln, um das so zu isolieren und um nicht die ganze Körperkraft anwenden zu müssen, um das in den Körper zu kriegen. Deswegen easy, sei entspannt, mach's gerne nochmal, Schulter jetzt alles schön lockern. Andere Videos angucken, dieses Video liken, die anderen Videos liken, meinen Kanal abonnieren, mein Instagram folgen. Ich habe mittlerweile echt mal so eine Regelmäßigkeit da reinbekommen, dass ich wirklich zeige, was bei mir so los ist und euch an meinem Alltag teilhaben lasse, der Gott sei Dank sehr oft sehr bunt und sehr wunderschön ist, wer die Sachen vom letzten Wochenende gesehen hat. Da ging einiges ab. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in den nächsten Videos, in denen wir uns wieder zusammen freier bewegen.